Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lama Rama, wo mein Nachbar mich da gerade irgendwie obszön durchs Haus an, durch das Nachbarhaus anguckt. Der guckt mich echt an. Mit dabei ist übrigens die Juju, die gleiche ins Spiel connected. Und Hintergrundgeräusche werden euch heute gesponsert von der Alicia Snowdaughter Co. KG. Miep. Die nämlich einfach mal im Channel drin ist und Arc Age spielt. Und Hallo. Deswegen wird sie wahrscheinlich ab und zu durchdrehen. So, fertig. Und, hey. Und, genau, währenddessen haben wir hier ein ziemliches Gewitter. Und gucken mal, dass wir unser Haus dann mal wetterfest bauen. Das andere für die armen Lamas. Und bis die Juju da ist, gucke ich mal gerade, wie der aktuelle Status ist. Wir haben ja jetzt übers Wochenende das Ganze nicht weitergebaut. Da ist die Juju schon. So. Gucken wir mal rein. Ah, es ist ja schon überdacht. Oh, ein Zombie kommt vom Dach. Es ist irgendwie noch nicht so überdacht, wa? Ja, das Dach ist leider oben offen, weil das immer das Problem in Minecraft ist, wenn du ein Dach einfach nur baust, dann spawnt dir alles auf dem Dach, weil das Dach ja dunkel nicht ausgeleuchtet ist. Genau, ja. Und ich habe aber noch einen Weg nach oben und jetzt kommen sie alle den Weg runter. Mach doch eine Tür dahin. Ja, Türen kann ja jeder. Ja, zu einfach. Okay, genau, also erstmal komme ich auf jeden Fall noch irgendwie mit der Tür hin. Juju? Hm. Wollen wir eigentlich den Aufgang hier lassen, an dem Punkt ungefähr? Kannst du machen, ja. Das ist mal voll die gute Motivation, so. Wollen wir das machen? Kannst du machen, ja. Juju, was brennt denn hier eigentlich? Hörst du das? Nee. Hörst du das nicht? Das zischt doch hier. Ich habe meinen Sound schon seit ungefähr 1,5 Jahren aus. Wie schreibst du Sound? Sei leise. Du schreibst Sound als sei leise, okay. Juju, guckst du mal da hoch, ob irgendwas da brennt? Was brennt denn hier? Autsch. Wie Autsch? Oh, das ist ein Skelett. Sag doch was. Au, Mama, du hast mich gehauen. Du triffst die ganze Zeit das Skelett nicht und dann... Hörst du das? Hör mal auf. Hörst du das nicht, dass hier was brennt? Ich mache jetzt extra, will ich den Sound wieder... Macht mir gerade Angst. Darf ich das erwähnen? Wieso? Weiß nicht. Nicht, dass euch gleich das Haus abfackelt. Ja, ich höre hier irgendwas zischen. Das hört sich so an, als würde irgendwas in Lava die ganze Zeit fallen. Jetzt höre ich es nicht mehr. Es ist verbrannt. Was auch immer es war, es ist kaputt, glaube ich. Das sind kranke Tiere. Yes. Übrigens, die Kommentare von Mandy beziehen sich nicht auf das, was wir gerade spielen. Also nicht, dass ihr euch wundert, was die Mandy teilweise sieht. Das sehen wir nicht. Entschuldigung. Kein Problem. Ich wollte nur darauf hinweisen. Wir müssen auch mal hier gucken, dass wir die Workbench aus der Ecke da raus machen. Wie, warst du gerade beschossen? Nee. Das hört sich aber ganz danach an. Nee. Hast du gerade das? Ich setz das Lama-Fohlen auf. Vorsicht! Da, vor dir ist. Ja, gut. Das Beste, Juju läuft einfach so in der Box, wo sie gerade das Skelett reinpacken wollte, hockt einfach ein Skelett und pium, tot. Das Lama reinpacken wollte. Oh. Was denn? Ich wollte auch nur das Lama absetzen. Oh, arme Juju. Das kannst du immer noch machen. Jetzt wird's ein Mami-Söhnchen. Es wird ein Mami-Söhnchen? Ein Mami-Söhnchen, ja. Warum wird's das? Ja, wenn's die ganze Zeit mit der Mama sitzt. Ach so. Also ein Muttersöhnchen meinst du? Ach so, ja. Meine ich doch. Fast das Gleiche. Ja, wir wissen ja, was du meinst. So. Müsst ihr nicht wissen. So. Hier so zu und hier auch noch. Okay. Jetzt haben wir es auf jeden Fall schon mal abgesichert. Jetzt brauchen wir nur noch eine Tür. Ich habe sogar eine Tür dabei. Perfekt. Was meinst du dazu, Juju? Passt. Du hast überhaupt nicht hingeguckt. Passt. Echt unverschämt hier. Komm jetzt her und guck dir das Ganze an. Ja, passt doch. Du bist überhaupt nicht hier. Doch. Wo bist du denn? Das ist die Frage, ne? Du bist da vorne bist du. Du bist im ganzen anderen Bereich vom Haus. Jetzt komm gefälligst hierher. Du hast mir nichts zu sagen. Passt das so?
Nee. Jetzt doch nicht mehr. Oh, juju. Ein bisschen eng, findest du nicht? Wieso? Das ist ein kleiner Aufgang. Was meinst du, nach ein bisschen eng? Das ist ja nur der Aufgang. So klein muss er jetzt auch nicht sein. Wie würdest du ihn denn größer machen? Ich finde, der sollte eher unscheinbar sein, dass man halt gescheit nach oben kommt, ohne halt viel Platz unten einzubüßen. Ja, okay, dann lass es so. Die Juju ist nur am Motzen. Ja. Die Mandy hat gerade geächtzt, oder? Ja, das war mein Stuhl. Ach so. Das sind die alten Knochen. Der Schrei in der Dunkelheit. Der Halloween. Der darf das heute. Stimmt, das ist der Halloween-Stuhl. Ja. Ich habe ja heute gesehen, ich gucke ja ab und zu so ein paar andere Streamer noch. Und da hat einer heute voll das geile Ding gemacht. Der hat sich so einen grünen Anzug angezogen und ist quasi. Und dann hat er so ein Overlay gemacht, das aussieht, als wäre das so ein Glas mit so Blubberblasen drin. Und dann ist er quasi als Kopf im Glas, streamt er jetzt aktuell. Lol. Das fand ich voll gut. Läuft bei ihm. Das fand ich voll lustig. So, was brauchen wir denn? Was suche ich denn eigentlich gerade? Nee, die Tür brauche ich nicht. Ich suche Glas. Das heißt, ich brauche Sand. Habe ich nicht Sand irgendwo in den Ofen gepackt? Guck mal lieber, dass kein Dings kommt. Eisen. Boah, wir haben echt ultra viel Eisen, Juju. So, wie habe ich denn jetzt das gemacht? Oh ne, wir haben so wenig Glas. Irgendwie brauchen wir mehr Holz. Ich hab Holz. Okay. Aber Eisen haben wir richtig viel. Also wenn du irgendwas Eisenmäßiges brauchst, haben wir richtig, richtig viel vorgesorgt. Wo ist Eisen? In unserer Schmiede drin. Ich brauche was aus Eisen. Warte. Da, in der Truhe hinten. Warte, wir müssen hier eh noch... Wer hatte denn eigentlich die ganze Kohle, die wir bekommen haben unter der Erde? Hast du die? Nein. Okay. Du hast sie doch, oder? Nein. Wer hat die denn dann? Die ist in irgendeiner Kiste. Guck mal. Eine Unterwasserhose. Warum hast du denn... Wieso ist denn die Hose für unter Wasser geeignet, wenn sie aus Eisen ist, weil sie dich runterzieht? Ja, da kommt... Ja. Sie ist genauso wie du. Sie zieht mich immer runter. Oh. Ja. Und dann kommt Mandy und Mandy ist... Genauso gemein. Jetzt schleimt sie sich wieder ein. Ja, aber ihr fällt nichts ein, weil es gelogen wäre. Normalerweise lügt sie. Oha. Oha. Naja, okay, sie will immer nett zu mir sein, die Juju. Genau, sie lügt zwar, aber sie macht's nur nett. Super. Genau. Es brennt noch das letzte bisschen Eisen. Ups. Was hast du gemacht? Hat keiner gesehen. Fast. Ich hab's wirklich nicht gesehen. Fast. Sie macht wieder irgendwelchen Blödsinn, die Juju. Solange nichts gestorben ist, ist alles okay. Meistens stirbt aber jemand dabei. Solange es nicht die Tiere sind, ist ja alles okay. Aber die Juju stirbt dabei die ganze Zeit. Achso, ja, was macht sie denn? Sie kuschelt mit Creepern, mit Skeletten, mit allem Möglichen. Ja, wer nicht lernen will, der muss halt fühlen, ne? Was machst du gerade, Juju? Es regnet die ganze Zeit hier so. Weiß ich nicht, ich habe meine Suppe nicht gegessen. Wir hatten Suppe? Ja. Maultaschensuppe. Echt? Das ist voll lecker, ja. Ja, ne? Aber ich habe sie trotzdem nicht gegessen. Da kommt ein kleiner Wichtel. Ein Weihnachtswichtel? Nein, ein grüner Kopfwichtel. Nee, Zombie meine ich. Die gehen doch sonst immer auf die Juju. Warum geht der auf dich? Warum ist der auf mich gegangen? Echt beschiss. Oh, jetzt kann ich endlich mal die Scheiben in unser Haus machen, dass wir mal nicht andauernd irgendwas haben, was durch die Fenster reinkommt. Das ist ja schlimm gewesen in letzter Zeit. Wir hatten immer wieder so ungewollte Gäste. So, endlich haben wir unser Haus zu. Hast du eine Spitzhacke, Juju? Ja. Kannst du mal das hier oben wegmachen? Sehr gut. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn du das wegmachst, das ist, glaube ich, was Tragendes. Nee, ist es sogar nicht. Ja, das war aber tragend. Nee, das ist aber scheiße so, Juju. Hey. Das war ja nicht böse gemeint. Ich guck mal gerade. Ich glaube, das sieht ja von oben dann doof aus. Moment, ich guck mal gerade. Ja. Das können wir so nicht machen. Natürlich können wir so machen. Nein. Du musst eine Holztreppe sein, wenn dann. Aber ich bin dafür, wir machen hier eine Steintreppe hin.
Und nein, lass mal den Meister an. Warte kurz. Wir machen da wieder die... Wir machen da nichts hin. Doch, wir machen das hier so hin. Nein, warte. Jetzt bin ich ja gespannt, was da jetzt kommt. Auf jeden Fall ist unser unterer Bereich jetzt schon abgesichert. Jetzt bin ich ja gespannt, was jetzt kommt. Hä, was hast du jetzt geändert? Ich habe wieder eine Treppe hingesetzt. Achso. Ja, gut. So kann man es auch machen. Ja, jetzt komm da runter, das passt so. Guck mal, hier unten haben wir jetzt dann nämlich einfach in den Ecken solche Säulen. Das finde ich nämlich sogar ziemlich cool. Ach, verdammt. Mach mal das hier weg, bitte. Ich habe keine Spitzhacke. Ich brauche unbedingt eine Spitzhacke. So, siehst du? Was hast du das? Das hast du aber hingesetzt. Was machst du denn da? Schau mal hier. Jetzt ist der Bereich auf jeden Fall schon mal sicher. Mach mal die Tür wieder zu. Jetzt kommt irgendwas rein. Da kann nichts reinkommen. Doch. Da kann irgendwas spawnen in dem Bereich. Oder von oben runterfallen. Guck mal hier. Hier ist noch alles gefährdet. Gut, dass niemand gehört hat, dass ich mich etwas versprochen habe. Ich habe es wirklich nicht gehört. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was du gesagt hast. Ich wollte gefährdet sagen und gefährlich. Aber ich habe gefährdet gesagt. Aber das hat man, weil es sich halt sehr ähnlich anhört, hat man es auch, glaube ich, gar nicht wirklich verstanden. Also ich habe. Warum erwähnst du denn dann das? Ja, sei recht. Ja, ich weiß. Wir wissen es alle. Ja, ich, naja, ich glaube, es haben manche immer noch nicht gecheckt. Ich nehme mich nicht. Nein. Was machst du denn da, Juju? Mach das Dach. Okay. Warum machst du es nicht von oben? Weil ich es von unten besser machen kann. Nein. Okay, aber wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal so weit, dass wir hier unten schon mal recht wohnlich haben. Wir haben also unten unser Wohnzimmer, unser Anfangszimmer. Das heißt, wir können jetzt langsam anfangen, auch hier das Haus einzurichten. Das ist, finde ich, schon recht schön geworden, meinst du nicht? Hm. Mandy, sag einfach ja. Wir kommen auf jeden Fall gut voran. Ja, wunderschön. Ja, ihr seid beide Schleimer und ganz gemeine Lügner, ja. So. Oh, ist das süß von dir, sowas. Ne, das habe ich heute noch nicht gehört. Oh, das ist ja irgendwie traurig. Nein, okay. Damit verabschieden wir uns aber für heute von dieser Folge, nee, von euch. Von dieser Folge natürlich auch. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Schüsseldings. Schüsseldings. Tschüss.